In der kirchlichen Gemeindearbeit gilt es, Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Wo gibt es Risiken und wie können diese minimiert werden? Darum geht es bei einer Risikoanalyse in Ludwigsburg. Ziel ist ja, dass Kinder sich wohlfühlen bei uns, dass sie Geborgenheit und Sicherheit erleben. Und deshalb müssen wir schauen, wie können wir das bestmöglich gewährleisten. Und schauen, wo sind von Personen aus Gefährdungspotenziale und wo sind auch bei unseren Räumen Bereiche, wo man gucken muss, dass man die besser gestaltet. Bevor ein bestehendes Risiko minimiert werden kann, muss es zunächst erkannt und benannt werden. Erst dann können die Gemeinden gezielt Präventionsmaßnahmen einsetzen. Elke Haas vom CVJM Ludwigsburg arbeitet bereits seit vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen. Unsere Freizeiten sind sehr intensiv und von dem her ist uns ganz wichtig, dass alle über den Kinderschutz Bescheid wissen. Und wir haben da eine Selbstverpflichtung entwickelt, die alle Bereiche betrifft, zum Beispiel das Zimmer bei Freizeiten tabu sind, außer für die, die im Zimmer sind. Das heißt, diese Selbstverpflichtung kennen alle ehrenamtliche und hauptamtliche Leitende. Die unterschreiben sie vor jeder Maßnahme neu und wir verlangen von denen, die intensivere Maßnahmen haben, also über Betreuung über Tag und Nacht, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Bei erlebnispädagogischen Angeboten schult Elke Haas ehrenamtliche Mitarbeitende. Dabei geht es auch um den Umgang mit Nähe und Distanz. Ja, so reicht. Ehrenamtliche Mitarbeitende kommen in aller Regel aus einer teilnehmenden Rolle und gehen in eine Leitungsrolle. Das heißt, es ist ein Rollenwechsel, der auch mit Machtwechsel verbunden ist. Und da ein Bewusstsein zu entwickeln und eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln, dass ich eine andere Rolle habe, eine andere Macht und das eine andere Verantwortung bedeutet, das ist uns von zentraler Bedeutung. Unterstützung bietet Miriam Günderoth. Sie ist bei der Evangelischen Landeskirche in Württemberg für Prävention zuständig. Um Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt zu schützen, haben die evangelischen Landeskirchen und die Diakonie Präventionskonzepte entwickelt. Daran hat auch Miriam Günderoth mitgearbeitet. Meine Aufgabe bei der Landeskirche ist, die Prävention in die Fläche zu bringen. Das bedeutet, in Kirchenbezirken beraten, wie Schutzkonzepte aussehen können, wie Risikoanalysen auch durchgeführt werden können und vor allem auch die Schulung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für das Projekt oder die Initiative Hinschauen, Helfen, Handeln. Mögliche Täterinnen und Täter sollen keine Chance haben, Kinder und Jugendliche zu schädigen. Nicht beim CVJM Ludwigsburg und in keiner anderen kirchlichen Einrichtung.